Statt einem Weihnachtsmarkt hatten die Verantwortlichen auf der Burg Hohenzollern eigentlich geplant, mit dem Adventszauber am 23. November zu beginnen. Wegen dem beschlossenen Lockdown-Light verschiebt sich der Starttermin für das Event jetzt auf den 1. Dezember. Statt der ansonsten um diese Zeit üblichen Marktstände sind Illuminationen, Burggeschichten und Dekorationen geplant. Die Burgverwaltung möchte die vierwöchige Zwangspause nutzen, um den Adventszauber noch schöner gestalten zu können. Das Warten soll sich ja schließlich lohnen. Auch im alten Lager in Münsingen dauert es wohl etwas länger als geplant, bis wieder Weihnachtsstimmung aufkommt. Die regionale Adventsmesse Sternenweihnacht kann wahrscheinlich erst am zweiten Adventswochenende beginnen und nicht wie geplant am ersten. Bei der regionalen Weihnachtsmesse soll es dann ein hochwertiges Angebot aus den Bereichen Mode, Essen und Kultur geben. So wollen die Veranstalter erreichen, dass die Besucher trotz Pandemie die Weihnachtszeit genießen können.